Willkommen zurück bei Minecraft. Hallihallo. Ja, die letzte Folge war etwas lang gewesen. Aber ich möchte unbedingt mit dieser Farm fertig werden. Und wenn wir das nicht zeitraffern wollen, muss ich mich mal ranhalten. Denn, oh. Oh. Offenbar ist die Farm schon fröhlich gewachsen. Guckt euch das an. Und das Bambus wächst schon nach oben aus der Farm raus. Space Dave, du kannst dir deine Poppies abholen. 5 Stack. So. Dann gehe ich mal runter zu meiner Farm. Wir brauchen heute weniger Steine. So, wir brauchen Glas. Habe ich hier nicht mehr Glas? Ich muss mal gucken, ob ich Glas habe. Glas ist leer. Sand ist leer. Nicht gut. Okay, dann brauche ich jetzt. Ich hoffe, das war jetzt richtig. So ein Tageslichtsensor. Den mache ich doch aus drei Dingern und Glas, wa? Ha, wusste ich's doch. Danke. Den brauche ich nicht mehr, dafür brauche ich zwei normale. Das heißt, ich brauche 2, 4 Fackeln. Ja. So. Und Clean Stone. Clean Stone. So, und daraus stelle ich jetzt die beiden her. Stelle den Clean Stone wieder zurück. Stelle den Cobblestone wieder zurück. Genau. So. Nein. Wie komme ich denn jetzt da oben ran? Also folgendes. Ich muss hier dieses Redstone befeuern. Auf beiden Seiten. Das heißt... Ah, richtig. Ich mache hier einen Weg rüber. So. So. Und weg. Okay. So. Und da die Strecke hier zu lang ist, oh, warte mal, das funktioniert ja gar nicht. Weil wenn ich hier ein Tageslichtsignal anlege, wenn ich ein Tageslichtsignal anlege, kriege ich nur ein Dauersignal. Ich brauche aber ein Start, ein kurzes Signal. Alles klar, das heißt, ich brauche, überlege, Observer. Observer baut man aus dem Zeug. Jetzt muss ich aber selber mal gucken. Observer. Ein davon, zwei Rotzen. Cobblestone habe ich da gerade beiseite gepackt. Ach, Freunde. So, Soul Sand kann weg. So, jetzt brauche ich Cobblestone, Redstone. Und Quarz. Quarz habe ich. Cobblestone bekomme ich von dort. Daraus wird ein... Guck mal. Danke. Jetzt kann das Eisen weg. Der Glas kann weg. Ich brauche mehr Glas.
Gut. So. Ein Observer habe ich. Jetzt brauche ich noch einen Kolben. Den habe ich. Und ich brauche einen Sand. Den habe ich auch. Da ist der Sand. Und der Kolben, den finde ich bei Redstone. Ich habe keinen Kolben mehr? Ernsthaft? Ach, Freunde. So. Der Kolben geht nicht. Das ist ein Sticky Piston. Ich brauche einen normalen Piston. Den stelle ich her aus. 1, 2, 3, 4. Nee. 1, 2, 3, 4. Den. Achso, doch. Den stelle ich hier aus 3 Holz, 4 Cobblestone, einem Eisen, ein Redstone. So. 1, 2, 3, 4. Und ein Eisen. Danke. Daraus wird jetzt ein Kolben. Danke. Genau. So, und das sieht jetzt folgendermaßen aus. Irgendwo hier. Nein. Doch. Irgendwo hier. So. Wie mache ich denn das? Wie war denn das? Falsch. So, irgendwo hier. Genau. Kommt der hin. Dorthin kommt ein... Zu niedrig. So. Da kommt ein Sand drauf. Und da kommt ein... Genau. Und ein Loch mit einem Glas drinne. Das Glas habe ich jetzt wieder rausgelegt. Da ist es, damit da die Sonne durchscheinen kann. So. Genau. Alles klar. Funktioniert. Jetzt kommt hier Nummer 1 hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ach, machen wir hier. So. Hä? Der liefert kein Signal. Ach! Ich bin ja auch ein Trottel. So, jetzt aber. Hä? Ja. So, jetzt kommt der hierhin, der rauf und der daneben. Zack. So. Das heißt, das Signal hat jetzt dafür gesorgt, dass der ganze Bambus abgebaut wird. Ein bisschen was bleibt hier liegen. Das ist klar, das kann man nicht ändern, aber das meiste fällt rein. Und das müsste jetzt eigentlich hier durchtickern. Ah.
Nein. Ah, jetzt. Die Steuerung war falsch rum. So. Und jetzt kommt jedes Mal, wenn hier einer rüberspringt, ein Signal. Und der tickert das hier rein. Da fließt es nach oben. Seht ihr das? Da fließt es hoch. Und hier sammelt sich das jetzt an. So. Und wenn jetzt hier oben Kelp drinne wäre, dann würde sich das ansammeln. Ah, hier muss ich noch zumachen. Guck mal, wie das hier rausgeschossen kommt. Ein Bambusspringbrunnen. So. Und damit das hier nicht alles daneben schießt, so wie jetzt, guckt euch das an, muss ich hier nach oben bauen. So. Genau. Und hier sammelt sich jetzt in den Trichtern das Bambus an. So. Läuft. Genau, hier sind jetzt 64 drin. Und hier hinter, seht ihr, sind nochmal 3. So. Und dann sammelt sich das hier an. Und damit ihr was zu tun habt, bis Kelp da ist, schmeiße ich hier oben mal ein paar Steine rein. So. Jetzt gehe ich schlafen. Ich gehe mal ganz kurz ins Bett. Ey. So, gute Nacht. Guten Morgen. Und jetzt brauche ich Platz im Inventory. So. Die kommen auch weg. Das kommt weg. Das kommt weg. So. Und jetzt besorge ich mir Sand. Na. So. Aua! So. Schaufel. Man kann nie genug. Ja, jetzt habe ich natürlich oben eine Grenze gebaut und unten. Meine Schaufel ist einfach zu schnell. So. Aber hier kann ja nichts kaputt gehen, wenn hier Wasser reinkommt. Immer her mit dem Wasser. Quatsch, mit dem Wasser, mit dem Sand. Ja, hier kann nichts kaputt gehen. Gut. So. 1,5 Stack Glas. Das reicht. Hoffentlich. Zack. Jetzt hat sich das hier erledigt. Statt Steine brennst du jetzt bitte die durch. Und die auch. So. So. Bambu.
So, Clean Stone. Kommt hier rein. Theoretisch müsste ich hier genug Eimer haben, genau. So, läuft. Jetzt werde ich hier warten, bis das Glas durchgelaufen ist. Und mit dem Glas baue ich mir dann hier oben die Farm bis nach oben zu. Genau. Und später, also jetzt geht ja die Farm bis hier. Und später kann ich dann die Farm bis da nach hinten erweitern und damit meinen Ausstoß am Bambus, ja, verbessern. So. Und die ersten 5 Glas, die kommen hier oben hin. Jetzt habe ich die Steine wieder weggebracht. Jetzt hole ich sie mir von hier. So, halben Stack. So. So. Und jetzt baue ich hier. Und damit ist der Springbrunnen hier abgestellt und der Bambus kann hier nicht mehr irgendwo rumschießen. Alles klar. So, und hier baue ich jetzt mit Glas nach oben, was weiß ich, bis hier ungefähr. Und dann hat sich die Sache. Und dann läuft's. Dann wird 2-mal am Tag hier Bambus geerntet. Deshalb brauche ich nämlich nicht bis ganz nach oben bauen. Weil am Tag wechselt ja bloß ungefähr so bis hier. Oh, warte mal, hier ist ja Glas. Juhu. So. 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 So, seht ihr? Oh, warte, wir haben da drüben noch mehr Glas. So, jetzt brauche ich noch einen Stein, dass ich hier wieder hochkomme. So, mal gucken, wie viele Reihen brauche ich noch. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr viel mehr Reihen. So, das ist hoch genug. Zu nah an die kann ich nicht rankommen, weil das sind transparente Blöcke, darauf können keine Eisengolems spawnen. Problem gelöst. So. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt fehlen mir noch 4. Warte. 2. So. Gut. Jetzt hole ich mir noch ein bisschen Glas und dann bin ich fertig. So. Oh. Ich habe keine... Ich habe keine Leitern. So. So, Deckel zu. Alles klar.
Jetzt mache ich hier erstmal vorübergehend zu. Oh. Ein zu früh zugemacht. Naja gut, bleibt's erstmal so. So. Eigentlich doof. Habe ich nicht noch mein sanftes Händchen dabei? Natürlich nicht. Ja, wie gesagt, die Wand muss ich noch eins nach vorne machen. Wisst ihr was? Einmal mit dem Finger geschnippt und schon ist es fertig. So. Alles klar, hier ist erstmal zu. Jetzt habe ich vergessen, den Bambus da wieder reinzubauen. Egal. So. Die können hier wachsen. Ah. Ist das zufallsgesteuert, ob die innen oder außen wachsen? Hm. Gut. So. Warum hast du jetzt nicht für nachts das Signal abgeschaltet, mein Freund? Oh, ich muss jetzt warten, bis der genau... Bis es dunkel genug ist, wa? Okay. Ich hole dann mal ganz schnell Redstone. So. Genau. Jetzt schmeißt alle drunter und tickert. So, ich setze jetzt hier einen hin, damit hier der Abstand ein bisschen vergrößert wird. Genau. So, und morgen früh klackt er dann nochmal durch. Oh. So. Das Glas kommt dahin. Alles klar. So. Genau, der sammelt jetzt hier nach und nach das Zeug an, tickert die durch. Und sollte jetzt alles... Na, du solltest langsam alles eingesammelt haben, mein Freund. Oder hast du noch eine Kiste? Nee, der ist leer. Gut. Kann sein, dass die Trichterlore zu langsam ist. Dann werde ich dort nämlich, aha, das waren die beiden Farben unten. Und wenn ich mich jetzt schlafen lege, morgen früh... Klackt dann die große. Und deshalb sage ich jetzt von hier aus, die Farm ist fertig, der erste Teil, nämlich der Bambusteil. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis morgen, see you later und gute Nacht.